Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um Piers Seat Mii. Und wir wollen, wie jeder andere, wahrscheinlich auch, wenn man ein Fahrzeug neu gekauft hat oder im besten Falle, bevor man es kauft, ja auch genauestens über den Zustand informiert sein. Und zwar einerseits natürlich auf der mechanischen Seite. Man guckt sich immer an, wie ist der Lack, wie ist die Karosserie, gibt es Rost, guckt von unten, sind die Fahrwerksteile ausgeschlagen, ist da Rost, schaut sich im Fahrversuch den Motorlauf an, den Getriebelauf und so weiter, funktioniert das alles, klappert irgendwas und so weiter. Das war früher auch bei alten Autos ausreichend, jetzt mittlerweile nimmt immer mehr die Elektronik überhand, was die Instandhaltungskosten vor allem angeht bei Gebrauchtfahrzeugen, die man, vor allem älteren Gebrauchtfahrzeugen, die man instandhalten will. Man kennt es, bestes Beispiel sind die ganzen alten Mercedes, die wir haben oder hatten, also ne, C11, S-Klassen, ML und so weiter. Da ist wirklich sehr viel komplizierte Fahrzeugelektronik vorhanden, auf die man als Normalperson eigentlich keinen Zugriff hat. Jetzt gesehen, Aiko hat ein sehr spezielles, sehr umfangreiches Auslesegerät, was aber auch so nicht ganz kostengünstig ist und was mich bisher auch davon abgehalten hat, mir selbst eins zu holen, weil man möchte ja auch nicht immer, weder also auf eine Werkstatt schon gar nicht angewiesen sein, wenn man eigentlich sein Fahrzeug ausgelesen sein will, aber auch nicht auf Freunde. So, und jetzt kommt die Produktplatzierung dieses Videos ins Spiel, Freunde. Kali Connected Car, das ist ein OBD2 Adapter, wo du mit einer App das alles auslesen kannst. Sowas kennen sicherlich viele auch. Das habe ich jetzt mal zugeschickt bekommen von den Kollegen und wir wollen einfach mal sehen. Dazu fangen wir jetzt mal an, das an Seat Mii anzuschließen, gucken, was der für Funktionen hat. Das zeige ich euch gleich alles im Detail. Müssen wir uns selber erstmal reinfuchsen. Ja, das Ganze kommt hier in so einer schönen schwarzen Box eingepackt, nochmal eingepackt. Und dann haben wir hier einen Adapter. Der, ja, gut, ist ja scheißegal, wie der sich anfühlt, ne? Ist halt gut verarbeitet. So, und den stecken wir jetzt hier in die OBD2-Buchse ein, die ist bei den meisten Fahrzeugen hier unten irgendwo. Zack, dann fängt das an, schon, Ding schon an zu leuchten. Und in der Artikelbeschreibung steht, dass man das bestmögliche Ergebnis jetzt hier mit laufendem Motor machen sollte. Deswegen starten wir das Fahrzeug jetzt einmal schnell. Boah, riecht echt gut hier drin, ne? Danke nochmal an Dominik für die Innenreinigung, riecht mega gut. So, Motor ist an. Jetzt können wir unsere App öffnen hier. Reinsetzen werde ich mich nicht, weil die Sitze noch nass sind. Unserem wunderschönen Galaxy S9 Plus, Freunde. Das wird ja schon das ein oder andere Mal bemängelt von euch. Ich werde mir auch demnächst ein neues Handy kaufen, keine Sorge. Hab jetzt lange Zeit auf das S20 gewartet. Dann öffnen wir hier die App. Seat Mii 2015 habe ich schon ausgewählt. Man wählt sich also sein Fahrzeug aus. Und jetzt können wir hier Verbinden drücken. Ich habe das noch nicht, also ich habe den Adapter noch nicht mit der App verbunden. Mal sehen, wie das funktioniert. Zündung anschalten, habe ich. In bestimmten Fällen kann es sein, dass mit laufendem Motor bessere Ergebnisse erzielt werden. Du kannst jetzt den Motor starten, habe ich auch gemacht. So, den haben wir. Zack. Standortberechtigung, ja, komm, mach. Also Fahrzeuginformationen werden ausgewertet. Auswertung deines Fahrzeugs. Fehlerwahrscheinlichkeit hoch. Ah ja. Manipulationswahrscheinlichkeit niedrig, Sitzgurtwarnung, empfohlene Kodierung. Okay, wir fangen einfach mal an mit Diagnose, Fehlerdiagnose. Prüfe deinen Fahrzeugzustand. Kali überprüft diese Systeme. Okay. Das wird jetzt erfahrungsgemäß ein bisschen dauern. Das dauert selbst bei Aikos Gerät, glaube ich, schon so ein paar Minuten. Er wird das jetzt alles mal checken und dann schauen wir gleich, ob wir Fehler drin haben. Fehlerwahrscheinlichkeit hoch. Mal kurz auf die andere Seite wechseln, damit wir kein Gegenlicht haben. Lösche deine Fehler nach der Diagnose. Will ich noch nicht. 6, 7 Fehler. Alter. Oh so, ne? Es leuchtet keine Leuchte drin. Wir haben so von unten nichts gesehen. 7 Fehler. Müssen wir mal gucken. Motor für... Alter, scheiße, Pier. 7 Fehler gefunden. Gesundheitszustand schlecht. Ah ja. Bremssensoren. Arbeitsdrehzahlregulierung, Regeldifferenz. Bremssensoren prüfen. Okay, löschen wir mal den Fehler. Anlasser dreht nicht mechanisch, blockiert oder elektrischer Fehler. Anlassersteuerung, Rückmeldung, Klemme, Leerlaufregulierung, Drehzahl über Sollwert, Tankentlüftungssystem, Durchsatz fehlerhaft, Spannungsversorgung, Spannung zu klein. Okay, das sind jetzt alles nicht so die wildesten Sachen. Wie gesagt, das Auto stand vielleicht auch auf dem Auktionsgelände einige Zeit. Das kann mit der Spannungsversorgung zusammenhängen und wenn, wäre es nur die Batterie. Tankentlüftungssystem, Durchsatz. Weiß ich nicht. Leerlaufregulierung, Drehzahl über Sollwert. Kann natürlich sein, weil er jetzt kalt ist und noch gerade noch, als wir den Motor angestartet haben, über den, ja, halt im Kaltstartmodus.
Anlasserregulierung, Anlasser dreht nicht, ja, aber er dreht ja. Also nicht so relevant. Radio, Antenne am Radio, okay? Das stimmt. Antenne fehlt. Gut, ich war echt ein bisschen erschrocken gerade, ne? Als ich dann 7 Fehler da, ich so, wuff, wir werden mal alle Fehler löschen und dann vielleicht mal ein paar Runden hier über den Hof fahren und gucken, was wiederkommt. Das ist nämlich so die Taktik, die wir auch immer angewendet haben bei den Mercedes. Das Wetter heute, ne? Zu schön. Eigentlich zu schade, um in der Garage zu chillen. Ja, wir fahren jetzt einfach mal 2 Runden. Normalerweise wird ein Fehler, ein relevanter Fehler, so schnell nicht wiederkommen. Also eigentlich sollte man ein bisschen Probefahrt schon machen. Wobei es war jetzt ja auch nichts dabei. Also Spannung zu niedrig könnte kommen. Wenn es denn der Fall ist, Anlasser dreht, ich würde mich wundern, weil er hat ja gedreht. Ich war echt schon ein bisschen schockiert, ne? Als die so 7 Fehler, Gesundheitszustand schlecht. Aber kenne ich ja eigentlich schon. Also Fehler sollte man sich nicht immer zu Herzen nehmen. So. Also nach erneuter Prüfung jetzt nach einer kurzen Probefahrt einmal Fehler gelöscht. 0 Fehler gefunden, Gesundheitszustand gut. Oh, jetzt aus Versehen nochmal Fehler gelöscht. Da gibt es ja aber auch viele Adapter, die das machen können, so System auslesen. Wobei ich da sagen muss, ich habe auch schon ein paar ausprobiert und die Benutzeroberfläche finde ich sehr geil bei Carly. Sehr übersichtlich, hat Pia gerade auch schon von sich aus gesagt, ne? Mhm. Wir können aber, also das System kann mehr als eine Fehlerdiagnose fortzuführen, nämlich wir können mal gucken, zum Beispiel Gebrauchtwagencheck. Ich weiß nicht, aus welcher Datenbank die das dann ziehen. Aber anscheinend haben die Möglichkeit, sowas wie Kilometerstände, also manipulierten Kilometerstand oder sowas auch nachzuvollziehen. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Deine Vorteile: Decke Tachomanipulation auf, prüfe den Fahrstil der Vorbesitzer, vermeide einen Fehlkauf. Okay. Dafür wäre es jetzt zu spät. Ja. Zum Gebrauch. Check. So, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich denke mal, also VLG-Check, die ziehen das wohl aus, direkt aus der VW-Datenbank. Gucken wir mal. Keine Manipulation entdeckt. Fahrgestellnummer. Kilometerstände. Okay. Statistische Auswertung. Dein Fahrzeug befindet sich weit über dem Kilometerschnitt vergleichbarer Autos, identische Fahrzeugklasse und Baujahr. Gut, das ist uns bewusst. Fahrzeuge mit viel mehr Kilometer haben eine Tendenz, einen weitaus geringeren Wert und machen im Durchschnitt viel mehr Probleme. Ja, gut, komm. Ja, okay. Zumindest nichts frisiert. Fahrerprofildaten. In der Elektronik sind Daten über das vergangene Fahrprofil abgespeichert. Das interessiert mich jetzt aber. Crashes vorne aus Airbag 000, okay. Also man kann gucken, wie oft welcher Airbag ausgelöst wurde. Nicht schlecht. Aber Fahrerprofildaten hätte ich mir jetzt was anderes unterhofft. Sowas wie, keine Ahnung, wäre natürlich geil zu wissen, ist derjenige überdurchschnittlich, hat er hoch gedreht, ist er das Auto schnell gefahren, ist er das schonend gefahren, sowas wäre mal interessant. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwie auswerten kann. Weitere Daten. Letztes Flashing des Motorsteuergeräts, 4.6.2015. Ah, okay, das ist auch interessant. Da kann man also gucken, jetzt bei irgendwelchen Turbo-Autos zum Beispiel, ob da jemand Software und so raufgespielt hat. Letztes Flashing des Motorsteuergeräts, 4.6.2015, das war dann bei Herstellung. Dann haben wir noch Live-Parameter, Prüfung Live-Motordaten. Überwache detaillierte Motordaten, zum Beispiel Öltemperatur, Motordrehzahl und so weiter. Ja, natürlich für gesunden Motorlauf, dafür muss man sich dann natürlich wieder mit dem Motor auskennen. Es ist interessant. Okay, man kann hier also wirklich jeden Sensor, der im Motor drin ist, Motordrehzahl, Umgebungsluftdruck, ja, Fahrzeuggeschwindigkeit, okay, auslesen. So, dann spuckt er einem die ganzen Werte aus. Da kann man also, dafür muss man allerdings natürlich die richtigen Werte kennen, um da zu vergleichen. Bisher aber echt nice. Weiter geht's, Freunde. Gerade Pizza bestellt, Digga, man kann nirgends mehr mit Bargeld bezahlen, ne? Die hatte nicht genug Wechselgeld dabei. Da bin ich mit dem Bargeld zur Tankstelle vorne gegangen. Die konnten auch nicht wechseln.
Ganz miese Zeiten. So, also Freunde, wir haben eine Diagnose gemacht hier, Fahrzeugdiagnose, wir haben einen Gebrauchtwagencheck gemacht, wir haben die Live-Parameter vom Motor uns angeguckt und jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit der Individualisierung unseres Fahrzeugs. Ja, da gucken wir jetzt mal rein und da finde ich besonders das Geile. Bitte verbünde mich mit dem Auto. Oh ja. Mach aber auch. So, ich denke mal, da werden wir jetzt bei unserem Seat Mii hier nicht so viele Möglichkeiten haben, das Fahrzeug zu individualisieren, weil ja, sage ich mal, hier Infotainment-mäßig und so weiter nicht so wirklich viel vorhanden ist. Zack, wir gucken mal rein. Individualisierung. Kompatibilität prüfen. Okay. Anzahl kompatibler Steuergeräte 2. Okay. Information. Digitalgarage kann deine Codier-Backups verwalten. Dabei werden deine Codier-Backups auf allen Geräten synchronisiert. Ach so, auch wichtig zu erwähnen bei Kali, die Jungs machen immer, wenn man in die Steuergeräte eingreift, das heißt, wenn man irgendwas programmieren möchte, machen sie davor ein Backup, das sie auch in einer Cloud speichern, sodass du quasi nichts kaputt machen kannst. Also wenn da war, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommen sollte, dann kannst du einfach das alte wiederherstellen und dann ist gut. Was haben wir hier? Bereiche für Bremsen, Reifen. So, Steuergerät, genau, Backup laden. Steuergerät auslesen. Jetzt wird das Backup erstellt, dann können wir gleich gucken, was wir ändern können. Zwei Möglichkeiten haben wir hier. Sensibilisierung des Berganfahrassistenten. Okay. Früh, normal, spät. Bei früh löst sich die Bremse sehr schnell mit wenig Gas. Okay, krass. Der ist schon auf früh gestellt. Habe ich nicht gemacht, aber interessant. Also den kann man einstellen. Bremsscheibentrocknung. Sollte das Fahrzeug zu quietschen neigen, wenn es beispielsweise in regnerischer Witterung abgestellt wurde, empfiehlt es sich, die automatische Bremsscheibentrocknung auf schwach zu stellen bzw. ganz zu deaktivieren. Ich habe noch nie gehört. Bremsscheibentrocknung, du? Nein, auch nicht. Gut, man kann man auf jeden Fall hier einstellen. Wir lassen es mal auf Mittel. Wild. Volumeneinheiten, Anzeige, Zeit, Temperatureinheiten. Klar, muss man alles einstellen können für verschiedene geografische Einsatzlagen des Fahrzeugs. Geschwindigkeitswarnung 120 km/h, an oder aus, brauchen wir nicht. Geschwindigkeitseinheiten. Anzeige, Fahrerinformationssystem ist aus. Anzeige, okay, das müsste eigentlich hier. Das probieren wir mal. Schalten wir mal an. Zack. Streckeneinheiten, Anzeige, Datum, in welchem Format. Freigabe der Öltemperaturanzeige an, aus. Die Aktivierung Dauerton bei Zündung an. Dauerton bei aktivierter Zündung und offener Fahrertür wird deaktiviert. Okay. Brauchen wir das, Pia? Möchtest du es haben? Den Ton? Ja. Möchtest du den Ton haben, wenn eine Tür an, auf ist? Nö. Wichtig ist ja nur, wenn das Licht an ist, aber das kann man wahrscheinlich auch nicht ausschalten, ne? Gut, dann machen wir das mal für alle Türen. Lap-Timer brauchen wir auch nicht. Oder, Pia? Willst du rennfahren? Mhm. So, jetzt drücken wir auf Codieren. Batteriespannung unter 12,5 Volt. Codieren über eine gewisse Spannung. Okay. Motor laufen lassen. Komm. Mach! Codieren war erfolgreich. Bitte Zündung ab und wieder anschalten, um neue Einstellungen anzuwenden. So, zack. Okay, dann war es andersrum. Also wir haben es jetzt angestellt. So, was ist jetzt Fahrerinformationssystem? Kann aber auch sein, dass er dafür ein extra Display hier braucht, dass wir jetzt das Fahrerinformationssystem, dass man es von Werk aus bestellen kann, dass es ein anderes Display ist. Ihr seht schon, Leute, wir hatten jetzt hier bei dem Seat nicht so viele Möglichkeiten, das Fahrzeug zu individualisieren. Und deshalb würde ich sagen, zaubern wir uns nochmal schnell ein anderes Fahrzeug her. So, jetzt hier ganz schickes Zweier BMW Cabrio am Start von der guten Kira. Hallo. Will eigentlich nicht im Video sein. Nee, eigentlich nicht. Das ist Dima. Dima hat den letzten Carporn geschnitten vom Seat, falls ihr euch schon gewundert habt. Den von diesem, den kurzen, den schneidet Pia jetzt, ne? Ihr seht, klassisch aufgeräumtes Frauenauto hier am Start. Und ja, bei dem haben wir natürlich jetzt so ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Auto zu individualisieren, hoffe ich. Von daher werden wir den Adapter einmal umstecken und gucken, was wir da so am Start haben. Ihr seht, wir haben hier ein bisschen mehr Ausstattung als im Seat. Aber
Oh, wo ist denn das OBD-Ding hier? Warte mal. Ja, für alle, die es suchen an dem 2 BMW, ganz unten links an der Seite. Da müssen wir jetzt das Auto, glaube ich, nochmal einstellen, ne? Jetzt müssen wir das Auto, neues Auto hinzufügen. Du siehst gar nichts, ne? Ja. Komm mal hinter uns sonst. BMW 2er. Guck mal, das zeigt mein Handy nicht mal mehr an. Ist kaputt. Ist kaputt. So. 2015. Grand Tourer M2 haben wir nicht. So. Alter, mein Handy. Okay, es ist echt Zeit für ein neues Benzin. Selektiere Fahrzeug für vorbenutzt. Okay. Oh, gefällt mir aber auch ganz gut, ne? So ein 2er ist schon schick. Das Lenkrad auch. Das ist M-Sport, ja, ne? Mhm. M-Sport-Paket, Freunde. Okay, wir sind drin. Wollen wir auch mal hier Fahrzeugzustand und so gucken? Oder? Ja. Mal gucken. Ne? 75 Fehler gefunden. What the fuck? Und wir hatten bei Mi 7 und dachten schon wild. Airbag Crash Sicherheitsmodul, Fehlerspeicher gesperrt, okay. Dynamische Stabilitätskontrolle, Drucksensor. Ach nee, das ist hier Bremsbelagsensor, Vorderachse verschleißt. Das, der wird uns hier auch schon angezeigt. Das ist der guten Name auch bewusst, ne? Das ist mir bewusst. Wie lange schon? 2 Wochen oder so. Schon mal nicht 2 Wochen. So, Elektronikmodul hinten, 9 Fehler. Ja. Das kann aber sein, noch weil das Rücklicht ja komplett ausgefallen war. Ich glaube, da haben wir die Fehler nicht rausgelöscht. Ja, das kann sein. Infotainment, Helligkeitsreduzierung, eine PIA-Funktion. Eine PIA-Funktion. Immer am Start. Motor. Superklopfen, Einspritzabschaltung, Vierzylinder Einspritzabschaltung. Autostart-Stopp-Funktion deaktiviert. Motoröldruckregelung instabil. Was heißt das? Also die App macht schon ein bisschen Angst, muss man auch so sagen. Also ich würde sagen, hier bei den Fehlern, der war wahrscheinlich länger nicht mehr. Wann warst du zuletzt in der Werkstatt? Wir können jetzt mal alle löschen, das hat ja keinen negativen Einfluss. Mhm. Und dann würde ich sagen, keine Ahnung, wenn wir die Tage nochmal irgendwie in der Nähe sind oder so, gucken wir nochmal rein. Ja. Aber eigentlich wollten wir ja individualisieren, da schauen wir jetzt gleich mal rein, wenn die Fehlerspeicher in 10 Minuten gelöscht sind. Also 7 Codier-kompatible Steuergeräte, beim Seat waren es nur 2. Interessant. Ah ja, Kommunikationsqualität stabil. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal eine bessere Batterie als wir drin. Yeah. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Startlogo. Wir haben, jetzt hast du das normale BMW, das hier ist es, ne? Mhm. Wir können auch theoretisch ein M-Performance-Logo reinnehmen. Attacke! Ja? Ja, machen wir. M-Performance. So, was haben wir noch? Schwelle Reichweitenwarnung. Du hast ja so, ne, wenn du wenig Sprit hast, hast du eine Anzeige. Mhm. Das kannst du bei 50 Kilometer haben, bei 20, bei 10 oder aus. Kannst du alles einstellen. Aber 50 ist schon gut, denke ich mal, ne? Ist gut, ja. Rückwärtsgang-Gong. Rückwärtsgang-Gong? Rückwärtsgang-Gong. Wollen wir es mal ausprobieren? Machen wir. An. So, dann hauen wir das hier mal rein. Also wir haben jetzt Rückwärtsgang-Gong und das M-Performance-Logo. Geh mal. Ja, das Service fällig, da kann ich jetzt auch nichts mehr. Ah, das ist der Gong vom Rückwärtsgang her. Aha. Ist ja übelst nervig. Das machen wir bitte wieder aus. Ja, der Gong bockt nicht so, oder? Also das finde ich schon mal geil, wir sind jetzt im nächsten Steuergerät, hier sind ein bisschen interessantere Einstellungen. Wir haben den Gong jetzt wieder rausgenommen. Und zwar haben wir einmal die Start-Stopp-Automatik. Würde ich immer, also ne, Start-Stopp-Automatik weiß, was es ist, dass es ausgeht. Und das ist halt was finde ich persönlich, ich feiere das überhaupt nicht. Das geht auf den Anlasser, es geht auf den gesamten Motor, vor allem im kalten Zustand. Eigentlich sollte sie zwar erst mit dem warmen Motor anspringen, aber ich habe das ganz oft auch, dass beim kalten Motor schon der ausgeht an der Ampel und das kann einfach nicht gut sein. Nicht mal für die Umwelt, Freunde, wenn ihr jetzt mit dem Argument kommt, weil beim Starten des Motors steht ja auch höhere Umweltbelastung, als wenn man den einfach laufen lassen würde. Das ist für mich Start-Stopp-Automatik einzig und allein ein Mittel für Hersteller, um irgendwie auf dem Prüfstand die Emissionen runterzubringen und den Spritverbrauch um 0,01 Liter nochmal zu senken. Also das ist was ich komplett ausmachen würde. Ja, bitte. Wir haben ewig lange schon gesucht, wie wir die ausschalten können. Hier können wir es machen. Standardmäßig aus, ein, zack. So, wir können auch einstellen, normalerweise, wenn du es ausschaltest, dann ist immer, wenn du Zündung ausschaltest und einschaltest, ist sie wieder an. Mhm. Ne? Also bei jedem Mal losfahren. Mhm. Das könnten wir hier auch machen, dass sie quasi, wenn du sie einmal ausschaltest, kannst du sie... Also sie ist jetzt standardmäßig aus, das heißt aber, du kannst sie trotzdem einstellen, wenn du willst. Mhm. Ne? Zack, aus, fertig. Nächster Punkt,
US-Sidemarker. Das wird für die BMW-Leute natürlich sehr interessant sein, wenn sie jetzt die US-Sidemarker links an und aus, kann man machen, ist aber, glaube ich, nicht legal in Deutschland. Also wir lassen es mal, ne? Sidemarker ist, dass die Blinker die ganze Zeit so ein bisschen leicht mitleuchten mit dem Fahrlicht. Und jetzt wird es richtig interessant, Leute, für die absoluten Parkplatzposer, ja, vor Edeka oder Waschpark oder Famila, das Welcome Lights, die Welcome Lights Funktion, dass wenn du das Auto anschaltest, also aufmachst, dass die Leuchten angehen. Wir haben jetzt ganz normal standardmäßig, zack, sie gehen an und ich glaube auch nur das Tagfahrlicht. Du hast hier wirklich die Möglichkeit, erstmal die überhaupt an- und auszuschalten, dann ob das nur tagsüber oder im Dunkeln sein soll, die Helligkeit einzustellen, die Dauer und genau welches Licht auch, Fernlicht, Abblendlicht, Blinker, Blinkermitte, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, alles kannst du einstellen. Jetzt aktuell ist nur, glaube ich, das Standlicht auf hart einschalten. Jetzt gibt es hier noch die Funktion weich einschalten. Keine Ahnung, was das bewirkt, das werden wir gleich mal reinknallen hier. Die Standlicht also weich einschalten und Tagfahrlicht könnte man eigentlich auch dazu schalten, weich. Das werden wir jetzt mal rendern und dann zeigen wir euch das im Vergleich. Okay. Das können wir noch bei anderen Lichtern machen. Guck mal, jetzt spielen wir noch ein bisschen rum. Ja. Läuft schon. Ja. Also wir haben jetzt hier die Designleuchte, heißt das bei BMW. Ja? Die Designleuchte, das Standlicht, Nebelscheinwerfer habe ich auch dazu geschaltet. Und die Zeitmarker für euch natürlich auch mal, Leute. Wir wollen euch das alles zeigen hier. Let's go, genießt die Show. Ja, okay, der Nebelscheinwerfer passt jetzt nicht ganz dazu, weil er nicht LED-Licht ist. Aber sonst... Schon wild, ne? Mhm. Und Zeitmarker habe ich auch angemacht. Dazu habe ich normale Licht an hier. Ah ja. So, das ist Zeitmarker hier. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich fahre es persönlich nicht so, aber ist in der BMW-Community schon ganz gefeiert. Okay. Alles klar. Anders wild. Ist angefahren mit. Nur Behinderte. Er weiß gar nicht, was zu sagen. Nur Gestörte hier. Genau. Der Hagen hier. Der Klassiker. Na klar, Digga. Also ganz wild, dass man hier alles einstellen kann. Spiegelneigfunktion, Spiegelneigung im Rückwärtsgang, das Komfort öffnen. Echt? Ja, unbedingt. Spiegelneigen im Rückwärtsgang an. Spiegelneigung, Mittel. Stark, Mittel oder schwach? Mittel. Gut. Wir zeigen euch jetzt nicht jede einzelne Funktion nach dem Codieren, weil das Codieren dauert natürlich auch wieder immer ein bisschen. Man muss jedes einzeln codieren. Und es hat auch schon ein paar Mal abgebrochen, weil das Auto dummerweise aus war. Wir haben ja keinen Zündschlüssel hier, sondern Keyless Go. Und wenn die Zündung schaltet sich automatisch nach einer Zeit aus und dann bricht auch die Verbindung ab. Also bin ich jetzt ein bisschen gestresst, Freunde. Aber das nächste, was ich auch sehr interessant finde, ist die Sitzheizung. Da kann man hier an jedem einzelnen Teil, Lehne vorne, Sitz vorne, Lehne hinten, Sitz hinten, jede einzelne Stufe, pass auf, die Temperatur einstellen auf jeder Stufe. Und du hast gesagt, du würdest gerne vorne die Sitzheizung, also hinten hat er gar keine, aber du würdest gerne vorne die Sitzheizung wärmer haben. Auf allen drei Stufen oder nur auf einer Stufe oder wie? Ja, am besten die wärmste Stufe ganz genau. Die wärmste Stufe sind wir jetzt bei 47 Grad und wir schallern schön hoch auf 53, oder? Machen wir. So, also Kira, möchtest du dein Instagram nochmal in die Kamera sagen? Mein Instagram, Kira und Jo, wahrscheinlich. Also. Ich habe jetzt den Spiegel, die Spiegelverstellung eingestellt, die Start-Stopp-Automatik ausgestellt, die Sitzheizung hochgestellt vorne, bei der höchsten Stufe die Temperatur um 6 Grad erhöht. Vorne Welcome Light auf sanft einblenden gestellt, hinten genau das gleiche. Ihr seht, man kann sehr viel dran rumspielen, gerade bei einem Fahrzeug, was ein bisschen mehr Ausstattung schon hat, geht natürlich noch mehr. Es ist jetzt ein 2er Cabrios mit, sage ich mal, mittlerer bis gehobener Ausstattung, aber wenn man sich jetzt mal so einen schönen 5er BMW E-Klasse oder so eine richtig volle Bude vorstellt, da geht bestimmt noch einiges mehr mit Ambientebeleuchtung und Pipapo alles. Also ihr seht es, Leute, mit dem Kali-Adapter lässt sich auf jeden Fall einiges reißen im Innenraum in Sachen Individualisierung, sei es die Einstellung der Komfortfunktion, sei ist die Freischaltung
von versteckten Funktionen. Wir haben jetzt hier schon eine M-Sport-Ausstattung, so zum Beispiel die ganze Sportabstimmung und so weiter im iDrive hätte man jetzt freischalten können, wenn man die nicht hat. Als natürlich auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Auslesefunktion, also Fehlerspeicher auslesen, Fahrzeugdiagnose, Fehlercode löschen, Service mittlerweile zurücksetzen, die Live-Parameter des Motors und so weiter, Gebrauchtwagen-Check, Kilometerstand und so weiter, ob die Daten alle plausibel sind. Also eigentlich für jeden, der sich ansatzweise mit Autos beschäftigt und sei es nur ein Kauf außerhalb vom Händler, wo der einem auch Gewährleistung gibt, also ein seriöser Händler, immer empfehlenswert. Ich werde das Teil, ich fühle mich so dumm dabei, wenn ich das jetzt so in die Kamera halte, ne? Aber ohne Scheiß, also ich längst überfällig so ein Teil bei mir. Link packe ich in der Videobeschreibung, kostet um die 100 Euro, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen da draußen. So, das war's an dieser Stelle. Danke fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.